time to turn the music off. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen bei der ultimativen Radioshow Killer Frequency. Ich muss gerade mal überlegen. We have a call waiting. Ja, ist ja gut. Ich will nur mal eben eine andere machen. So, Künstler, was weiß ich was. Hallöchen. Hello, caller. You're live on 189.16, The Scream. Is everything, all right? Perverse Sau. Okay, who is this? Are you, hello? Hello? Okay, what's your name and why are you calling in? Darth Vader. Nimmst du auch Forderungen an? Würde ich ihn ja ehrlich gesagt gerne mal fragen. Du musst das nicht tun. You don't have to do this, Mr. Whistling Man. You don't have to kill again. Oh, but I do. You must make a sacrifice to us. A sacrifice? To us? I mean, me. Käsebrezeln. I mean, I want cheese dusted pretzels. Or I'll cut your face off. Also entweder ist der irre oder es ist ein Prank. Yeah, cut him off. Also want a mega gulp. For anyone just tuning in, we do in fact have an actual killer out on the streets tonight. Anyway, this next one's dedicated to all of you staying inside with your doors and windows locked. Ja, nee, warum soll ich hier Lieder vorstellen? Hey, brauchen wir nicht. What the hell was that? Kids pretending to be a killer who right now is stalking the town? It's a thing. A thing? Oh, kids around here. They pull pranks pretending to be him. By pretending to be this Whistling Man character? They think it's funny, but it's not. It's not funny at all. And there's no chance that our Whistling Man was just a prank. That Leslie... No, that... That's real. Christ. Let's stay positive. We still have a show to do. We already have another caller on the line. All right. Let's do this. Okay, Forrest, shut the music off. Also, Entschuldigung. Hello, caller. You're live on the stream with me, Forrest Nash. What? I dialed 911. I need the sheriff right away. Okay, right. Well, I'm filling in for 911 tonight. What's your name and what's your trouble? My name is Sandra Sharp and I need the cops now. Die Polizei kommt nicht, genau. Der Sheriff ist tot. I'm sorry, Sandra, but the Sheriff is dead. We're trying to get help in from Henderson now. What? God. Listen, you've got to help me then. I drove to the edge of town for a jazz run, and now some psycho dressed like the Whistling Man is after me, knife in hand. Oh God, it's actually happening. Ein Jazzlauf? Ja, würde ich auch gerne fragen. Schlechter Abend zu laufen. Da hat er recht. Where are you now? Did you escape to somewhere safe? Oh, I did, baby. I jazz ran all the way to my car and nothing flat. But I dropped my keys somewhere along the way. I never locked the door, at least. I've got a place to hide, but I can't get moving. Is there anywhere else you can go? Do you have any friends nearby? Well, I'm not going back out there. Uh-oh. Oh, shoot. Oh, he's back. Look, I don't know a thing about cars. But
but I gotta start this engine without the keys. And you're gonna have to help me. Wait, I don't... If it helps, I got a toolkit buried beneath my spare sweatbands. I'll call you back when I find it. You're listening to 189.16, The Scream. Hosted by me, Forrest Nash. Your friendly neighborhood radio host. Mechanic and savior. Sit tight while the record spins, folks. This one goes out to you, Sandra. Wir müssen ja mal einen anderen hier reinmachen, ne? So. Nee, ich will das nicht vorstellen. Ich brauche die Sekunden. Have a show about cars, the Tamora Twins or something. Timberline Twins talk motors. Yeah. You know they're not even brothers. Really? They look the same though. I know, but they're not even related. It's weird. I asked them about it once, and they got really sweaty and defensive. Anyway, go see what you can find. The offices are out the door and down the hall. Was? Ich soll hier rausgehen und wenn er jetzt hier ist? Wollt ihr mich verarschen? Oh mein Gott, ist das hier? Traffic Notice. Little Shop of Flowers. Ich hoffe, das ist hier nicht alles dieses Gelände. Ach du Schande. Okay. Hallo? Guten Tag? Wir können noch eine Tasse mitnehmen. Ihhh. Wo kommt denn die Fliegen her? Ich glaube, das war ein Toaster. Okay. Aber man kann anscheinend nur zwei Sachen mitnehmen. Das ist halt ein bisschen blöd. Hier sind überall Tassen. Wenn der Typ kommt, dann werfe ich einen Toaster. Wo wollte er denn jetzt, dass ich hingehen? Hallo, ich habe jetzt gar nicht so richtig zugehört, wo wir hingehen sollen. Kann man hier irgendwie... Ne, mit Tab kann ich nur... Textfelder aktiviert, deaktiviert. Das bringt uns auch nichts. Ich dachte gerade, da steht einer. Vorläufige Bewertung. Die Geschmacksprofile sind die besten in der Stadt, bla bla bla. Okay. Was war das? Hallo? Ist der Toast jetzt fertig, oder? Ich habe irgendwie Wasser gehört. Ich weiß nicht, warum. Hier ist auf jeden Fall noch Werkzeug. Ich habe ein bisschen Schiss, ehrlich gesagt, dass der jetzt hier rumläuft, ne? So many locked doors, so few keys. Mhm. Hat er vielleicht gesagt, er muss mal auf Toilette? Ne, Moment, das ist ein Mann. Die sehen irgendwie voll ähnlich aus. Mädel, wo sollte ich nochmal hin? I'm not getting in there tonight. Also, ich kann nur ins letzte Zimmer gehen. Ich kann aber nicht mit ihr sprechen. Ja, schön. Das war jetzt ganz toll. Ich stelle die Tasse mal hier hin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich jetzt genau machen soll. Ich habe nämlich gerade in dem Moment, wo sie davon gesprochen hat, geguckt, ob die Aufnahme auch alles funktioniert. Kann ich denn hier jetzt noch mehr machen, jetzt wo ich... Ah ja, jetzt wo ich die Hand frei habe. Ah, verstehe. Okay, das heißt, vielleicht kann ich dann auch in einem anderen mehr machen. Laufen kann ich nicht. Das ist ein Kopierer. Okay, ich dachte, das wäre ein Fax. Ja, sieht man ja eigentlich, dass es ein Kopierer ist. Das ist ein Ordner. Ja, jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, ehrlich gesagt.
The Gallows Reporter. Stift kann ich mitnehmen. Nee, nee. Letztes Mal, als ich einen Stift angefasst habe, da hat man mich, glaube ich, umgebracht. Also, nee, nee. Lieber Braidneck Carter, genießen Sie eine kostenlose Probe Knoblauchbrot. Ja, super. Das sind die Geschmäcker gewesen. Hier ist noch eine volle Tasse. Oh. Das kommt mir jetzt irgendwie seltsam vor. Werbung. Die Werbung mussten wir jetzt nicht holen. Da kann man nichts machen. Sie meinte nur, es ist am Ende des Ganges. Aber das davor habe ich jetzt nicht mitbekommen. Deswegen. Was ist das denn? Hey, great party, man. Thanks. Can I grab another beer? Hey, sure thing. Let me grab you one out of the fridge. Oh no. We're out of beer. What am I gonna do? The party is going to be over. Fear not. A grilling spree will give you a free six-pack of beer if Dallas High wins this Tuesday. Say what? That's right. Order a meal deal from us and you'll get a free six-pack of beer if Gallus High wins. A free six-pack? Righteous! You heard me. Six beers if Gallus High wins. Sounds like you've already had enough beers. I hope we murder them. Me too, Billy. Me too. Come on down to Grilling Spree. I'll call 555-749-8335. We've got barbecue you'll die for. Was ist das für eine Scheiße? Okay. Tun wir mal hier rein. Ja, es tut mir jetzt wirklich sehr leid, aber ich klicke mal eben auf Pause, beziehungsweise mir mal eben die Aufnahme an. Ich finde es halt doof, dass man nicht nirgendwo sehen kann, was man eigentlich machen sollte. Ach nee, Moment. Ziel. Finde etwas, womit Sandra ihr Auto ohne Schlüssel starten kann. Ah, ja, aber ich habe keine Ahnung. Ein Auto ohne Schlüssel starten. Das weiß ich doch nicht. Ich meine, die hatten da Werkzeug, ne? Aber sie wird ja auch kein Werkzeug dabei haben, gehe ich mal von aus. Ist das eine Mäusefalle? Ernsthaft? Schraubendreher müsste doch eigentlich gut sein. Also, das kann man nicht öffnen hier, ne? Kann man das irgendwie... Kann man nicht... Texte gibt es wahrscheinlich dann nur. Ah, Moment. Kann man auch nicht öffnen, ne? This has to be important. Was? Ich habe mir eine Zeitschrift über Wagendiebstahl ausgeliehen. Irgendwas an habe ich wohl nicht vertragen. Ich brauche was zu lesen. Okay, betet für mich. Ja, kann ich denn jetzt was mit der Zeitung anfangen? Ich weiß nicht, ob ich die mitnehmen soll. Ich glaube, den Toaster stellen wir dann doch mal lieber ab hier. KFM. Ja, lege es doch ab. So. Ich denke mal, dass das die Zeitschrift ist. Also hier die, die ich jetzt gerade andersrum reingemacht habe. Ich weiß aber halt nicht. Ich nehme mal den Toaster wieder mit, falls ich dem doch eins drüber hauen muss hier. Da kann man auch nichts sehen. Ja,
Ich denke mal, das muss die Zeitschrift sein. Er hat ja von der Zeitschrift gesprochen. Oder? Craft & Work? Man hat aber jetzt nicht wirklich was damit zu tun. The Creepy Hour. Ja, okay. Hier ist auch nochmal ein Toaster. Das ist gut. Ich nehme den Toaster jetzt immer mit, falls wir den nochmal brauchen sollten. Ich meine, ich denke mal nicht, dass er jetzt sofort hier reinkommen wird. Ich denke mal, wenn überhaupt, dann wird er vielleicht am Ende hier reinkommen, dass wir so das letzte Opfer sein werden. Wo können wir den Toaster denn hinstellen? Ich habe hier so wenig Platz. So, machen wir die mal da hin. So, ich habe auf jeden Fall die Zeitung. Und jetzt? Jetzt steht das aber... Steht immer noch da drin. Hm. Echt jetzt? Hier kann man auch, aber die Kassetten kann man nicht rausnehmen hier. Kann man auch nicht rausnehmen. Kann ich hier rausgucken, ob der Killer da draußen steht, oder? Ich bin jetzt gerade wirklich so ein bisschen überfragt. Heute ist der 3. September 1987. Oh mein Gott, da war ich 6 Jahre alt. Beziehungsweise jung. Straßensperrungen in Gallow Creeds öffentliche Street wird wegen Straßenarbeit... Okay. Sind für Anwohner nicht nutzbar. Oh, das sollte ich mir mal... Das sollte ich mir mal aufschreiben, glaube ich. Wie heißt das? Mac Ready Street. Die ist gesperrt. Nicht, dass man nämlich nachher irgendwo mal die Frage bekommt, welche soll ich denn entlang fahren? Und dann steht man da. Ein friedvoller Ort um die einzelnen Schwestern, das Jagdrevier für die... Ob man wegen der Sehenswürdigkeit hier ist oder nur auf der Durchreise... Okay. Abfallentsorgungsanlage. Ach, sag mir bloß, wir müssen nachher. Gallows and Sons. Okay. Wir müssen wahrscheinlich nachher jemanden hier durchlotsen, nehme ich mal an. Kleiner Blumenladen. Gut, das hilft uns jetzt aber auch nicht weiter mit dem Auto. Ich dachte, es würde jetzt reichen, wenn ich jetzt hier, ne? Hier ist aber jemand, Moment, Peggy? Did you find anything? I found a note. Nein! Good. And did you find anything else? Das ist nicht dein Ernst, dass ich hier die ganze Zeit am Suchen bin und ich hätte nur einen Knopf drücken müssen. Ich bin mit der Suche fertig. Kannst du mir helfen, wonach suche ich nochmal? Remind me what I'm looking for again. The caller is trying to start a car without the keys. Ah, yeah, and we have a car show, right? Timberline Twins Talk Motors, yeah. I'm gonna search again. Thanks, Peggy. Motor Talk mit den Zwillingen? Okay. Es kann ja eigentlich nur das hier hinten sein. Oder? Kann man das hier angucken? Nee. Steht denn hier ein Hinweis drauf, ob das wirklich dieses Motortalk ist? Christine? Was ist damit? Oh, stell's doch ein. Schmeiß es einfach weg, kein Thema. Gucken wir mal. Aber das muss doch die Zeitschrift sein. Würde ich jetzt sagen. Hier war auf jeden Fall dieser Hinweis, dass er das... hier, das war das, glaube ich, ne? Oder das war es nicht. Oder das ist das hier.
Scheinbar auch nicht. Keine Ahnung, wo das jetzt dran stand. War das hier das? Ich habe mir eure Zeit... Ach. Ich habe mir eure Zeitschrift über Wagendiebstahl ausgeliehen. Irgendwas an den Hofs Rancheros habe ich wohl nicht vertragen. Ich brauche noch was zu lesen. Betet für... Also doch auf der Toilette oder was? Oh, ich bin so blöd. Ich habe es falsch gelesen vorhin und ich dachte, das wäre jetzt hier die Sache mit dem Truckwagen. Aber wer... Ja gut, vielleicht ist es ja auch eine Frauentoilette. Spitzenspiel. Wieso ist das hier so dunkel? Alter, ernsthaft? Ich dachte, da steht einer. Da ist aber nichts drin. Doch da. This looks useful. Ist das euer Ernst? Ich dachte, das geht hier um die Zeitung, die ich die ganze Zeit in der Hand hatte. Oh. Wieso kann ich die jetzt hier nicht hinwerfen? Oh, ich will die doch nur mal ablegen. Hallo. Leg sie da ab, ist mir egal. So. So, hab was. You find any? Ha! Yeah, I found a magazine about hot wiring cars. Well, that sounds perfect. When you're ready, shut the music off. Tür geht zu, bevor ich hier gleich die Krise kriege. Ja, so. Caller on line one. Thanks, Peggy. Also, muss ich noch drücken. We're back with 189.16, The Scream. How are you holding up, Sandra? The creep's looking through the parking lot trying to find me. But I've got my tools, and I'm ready to get this hunk of junk moving. How do we start this baby? Steck den Schraubendreher. Moment, irgendwie... In das Zündschloss. Ist das das Zündschloss da oben? Ich glaube, ja, ne? Schlag mit dem Hammer auf das Lenkrad. Ja, genau. Remove the... Check the serial number. Now strip the purple wire. Was? Reagiere nach Aufforderung. 30 Sekunden nicht. Ach, ja geil. Das ist eine Errungenschaft. Remove the steering... Ich glaube... Schraube die Lenksäule ab, soll das Schritt 2 sein? Unscrew the steering column. Alright. Just turn. Just turn. One, two, one, two. Oh God. How long are these screws? Okay. Cover's off. There's a bunch of wires down here, all paired up and oh God, my heart is pumping. Ja, frag mich mal. Du machst das großartig. You're doing great. Okay. I can do this. There's a red wire, a blue wire, a yellow blau, wire, gelb, a green grün, wire, and braun. A brown wire. Ich soll aber ein lilanes Kabel nehmen. Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? If there is a four... Moment, wie viele hat sie jetzt gesagt? 2, 4. Rot, gelb, braun, grün und blau. Also 5 Stück. 5 stehen ja auch nicht. Oder Moment. Anywhere and doesn't start with a A. 5. Also das ist das Einzige, was ich jetzt hier sehe mit 5. Also grün und braun, keine Ahnung. Strip the brown and green wires and twist them together. Let's get some results. We take a brown and green and twist and... that's not the results we want. Oops. There's an alarm box, but it's all braided green wires. Double braided, triple braided, quadruple braided. What do I do? Ich hab keine Ahnung, das steht hier so falsch drin. Schneid das doppelt geflochtene Kabel. Now strip the purple wire. Da steht immer was mit purple. Ach.
Brush the purple wire against the doppelt geflochtene Kabel dreifach. Ich nehme das doppelt geflochtene Kabel. Cut the double braided wire. Oh my god! Oh, he's coming right for me! Thanks for nothing, you... Oh, Ben Mister! I do a mean kickball change and I swear I... Ah, crap. I'm no car mechanic. Yeah. Or car thief. That poor woman. Folks, Gallows Creek just lost one of its own. Everyone, please stay home. Stay home, stay safe, and stay tuned. This next track is dedicated to Sandra. Taken too soon. Aber mal ganz, ganz ehrlich, ey, mit dieser komischen Anleitung, da steht irgendwas von wegen lila Kabel, lila Kabel. Wir hatten aber kein lila Kabel. If the alarm is... Oh. If the alarm is sounding, cut the triple braided green wire. Play a record, Forrest. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. If the radio turns on and won't turn off, cut the left pink wire. Okay, ich habe unten die Notes, habe ich nicht gelesen. Aber schon der Anfang, ich meine... Das ist eine beschissene Zeitschrift, ganz ehrlich. Kann ich hier drauflegen? Achso, nee, man muss ich das hier. Kann ich das so da drauflegen? Better put a record on. Ja, schmeiß es einfach weg. Oh Gott. Nein, du sollst es nicht vorstellen. I still can't believe this is happening. Right? Like Gallows Creek didn't already have enough to worry about? What do you mean? Gallows Creek is a miserable place to live. Really? Miserable? It's nothing personal, Peggy, but it's not Chicago. Or, hell, it's not really anywhere. Well, I like it here. People are polite and, Stab happy? Don't be awful, Forrest. Come on, there must be something you like about this place. Ich wusste nicht, was das zweite bedeutet. Da habe ich einfach das erste genommen. Man gewöhnt sich an den Mief. I guess some folks have been okay. You're not terrible. After a while. Not terrible after a while? High praise coming from Forrest Nash. You know what I mean, Peggy. I do. It's Forrest Nash for... I think you're swell. Anyway, I hope the killer is done for the night. And that Leslie gets back soon. Me too. Can we at least call off that stupid Guess the Scream contest now? Yeah, that'd probably be a good idea. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.